Das Starterdepot, herzlich willkommen. Wir kaufen die erste Aktie oder wir machen die erste Abstimmung für einen Aktienkauf über einen Sparplan. An der Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen, für die ganzen Daumen nach oben und die vielen Kommentare und teilweise auch E-Mails. Also das ist schon ganz großes Kino, was hier von der Community abgeliefert wird und ich versuche da hier als ja, Hauptdarsteller die beste Performance zu geben, die ich abliefern kann. Also vielen Dank im Voraus. Wir fangen jetzt also an, die ersten Aktien zu kaufen. Und ich hatte ja, ich mache jetzt mal mein Bild ein bisschen kleiner, damit man das Wesentliche sieht. Ich bin ja dann eigentlich doch nur ein Statist hier. Die Hauptdarsteller, die eigentlichen Stars, das sind ja die Aktien. Und wir haben hier ja die grobe Strategie im letzten Video festgezurrt. Und wir machen, also haben hier die Aufteilung in die einzelnen Segmente und wir kaufen uns ja hier im Uhrzeigersinn durch. Wir werden wahrscheinlich zwei Runden drehen, bis wir alle 20 anvisierten Positionen im Depot haben. Die erste Runde wird komplett über Sparpläne gehen und wir sind jetzt ja in diesem Segment und es ist das Segment Technologie Software und da werde ich drei Aktien vorstellen und aus den drei Aktien können wir dann abstimmen und der Gewinner, für den wird eben ein Sparplan angelegt. An dieser Stelle ein kurzer Risikohinweis. Mit Aktien kann man Geld verlieren, denn die Aktienkurse schwanken. Vor allem kurzfristig ist es unmöglich vorherzusagen, in welche Richtung der Aktienkurs ausschlagen wird. Und ich habe auch keine Glaskugel, ich kann nicht in die Zukunft schauen und ich gebe auch keine Kaufempfehlungen ab. Das heißt, Entscheidungen, ob man eine Aktie kauft oder verkauft, die trifft jeder Anleger bzw. Zuschauer bitte für sich selbst. Ich recherchiere auch nach bestem Wissen und Gewissen, kann aber nicht dafür garantieren, dass alle meine Aussagen korrekt sind. Wenn wir dann komplett durch sind, einmal und quasi in die zweite Runde einschreiten, dann haben wir ein bisschen Geld über, weil wir ja Monat für Monat 500 € ansparen und nicht die 500 € komplett aufbrauchen, weil eben noch nicht alle Sparpläne am Anfang angelegt sind. Das heißt, es ist möglich, dass wir dann auch Einzelkäufe durchführen. Das heißt, in der zweiten Runde dann werden wir auch Abstimmungen haben, beziehungsweise werden wir auch Aktien haben in Abstimmungen, die nicht sparplanfähig sind. Und wenn dann diese Aktie gewinnt, dann wird dann ein Einmalkauf getätigt werden. Ich denke momentan an 1.000 €. Übrigens möchte ich solange wir das Depot auffüllen, möchte ich diese Serie Starter Depot wöchentlich aktualisieren. Das heißt, jede Woche kommt dann ein Video raus und wir stimmen jetzt über Aktien ab und in der nächsten Woche dann kaufe ich dann die Aktien tatsächlich. Können wir am Anfang auch gerne live machen, damit man mal sieht, wie man hier eine Aktie kauft, weil ja vielleicht auch Leute dabei sind, die das noch nie gemacht haben. So, viel zum Vorgeplänkel und das wäre dann hier die Seite wachstumswerte.net, mein persönlicher Blog, damit man das Ganze auch verfolgen kann, wie das Starter Depot läuft. Ich habe hier schon mal das Starter Depot eingetragen, also hier auch auf dem Blog quasi ins Leben gerufen. Ist halt noch nichts drin, aber habe hier schon mal ein paar Sachen allgemeiner Natur aufgeschrieben, worum es im Starter Depot geht, ein paar Links gemacht und wir sehen hier, noch ist es leer. Aber relativ bald wird dann schon die erste Aktie drin sein und dafür sorgen wir ja in diesem Video. Außerdem möchte ich analog zum Echtportfolio Cashflow oder zum Cashflow Depot, wie ich das eigentlich nenne, dann auch monatliche Updates bringen, die dann hier in dem Blog abrufbar sein werden. Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Gehen wir zu den einzelnen Aktien. Und da habe ich jetzt hier im Aktienfinder eine kleine Watchlist angelegt. Und es dreht sich hier um diese drei Aktien. Also es geht hier um den Bereich Software im weitesten Sinne. Und wir haben hier drei Software-Companies. Das wären Automatic Data Processing, Microsoft und SAP. Ich denke, Microsoft und SAP kennt wahrscheinlich schon jeder Automatic Data Processing. Muss man vielleicht ein bisschen erklären, worum es da geht. Und das mache ich gerne. Wer jetzt vielleicht denkt, boah, wie langweilig, die drei Aktien hier, beziehungsweise die drei Unternehmen, das sind ja vielleicht der alte Bekannte, wer jetzt erwartet hat, dass hier jetzt der Ten-Bagger kommt oder so, die unentdeckte Perle hier, darum geht es jetzt nicht. Unser Motto ist, lieber langweilig Rendite als unterhaltsam Verluste einfahren. Und ja, wer unterhaltsame Verluste haben möchte oder ein bisschen Nervenkitzel, der kann ja ins Casino gehen. Dann würde ich sagen,
Wir gehen jetzt, also ich zeige oder ich stelle zuerst mal die einzelnen Unternehmen vor, wobei die beiden da unten, das können wir relativ schnell abhandeln. Automatic Data Processing, das ist ein Personaldienstleister. Dividendenaristokrat gibt es auch schon etwas längeres Unternehmen. Die sind weltweit tätig und was machen die? Die haben sich auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert, die Angestellte haben. Man kann schon Kunde werden bei ADP mit zwei Angestellten. Also ich theoretisch könnte schon Kunde werden bei ADP. Der Aktienfinder hat zwei Angestellte, nämlich mich, ich bin der Geschäftsführer und mein Partner, der Matthias Hotz. Und bei uns, da macht jetzt die Lohnbuchhaltung zum Beispiel der Steuerberater mit. Aber man könnte das auch ausgliedern zu ADP. Und die würden dann die Lohnbuchhaltung machen, die würden die Zeiterfassung machen, die ja, der Lohnbuchhaltung zuspielt. Die Zeiterfassung kann man auch verwenden für Personalcontrolling, also wie effizient wird gearbeitet beispielsweise, also welche Umsätze werden denn erzielt pro Stunde und solche Dinge. In den USA beispielsweise ist es dann auch noch wichtig, im RA gibt es auch noch so ein genanntes Benefit Management, das heißt, man möchte ein attraktiver Arbeitgeber sein und dazu gehört zum Beispiel in den USA dieser 401k, ist ja 401, Vorsorgeplan. Wir Deutschen, wir haben die Riester-Rente. In den USA kann man einen Aktiensparen machen und das muss ja auch eingerichtet werden. Und wenn du jetzt ein kleines Unternehmen, dann ist das natürlich alles bürokratischer Wasserkopf und das kann man ebenfalls auslagern. Das macht dann auch ADP. Und dieses Benefit Management ist ja auch wichtig, damit dann diese kleinen Unternehmen auch konkurrenzfähig sind zu den großen Unternehmen, die große HR, also Personalabteilung haben, die dann alle diese Dinge anbieten, dann können das die kleinen Unternehmen auch anbieten. Außerdem machen die beispielsweise noch ADP, beispielsweise noch Personalvermittlung. Und das bieten sie im Prinzip in zwei Varianten an. Einmal als Teilservice, das heißt, da hat dann das kleine oder kleinere Unternehmen bereits eine Personalabteilung. Und ADP hilft ihnen einfach. Man kann aber auch eine Vollauslagerung machen. Dann hat das kleinere Unternehmen, der Vertragspartner von ADP, im Prinzip überhaupt keine Personalabteilung mehr, weil die anderen alles machen in der Cloud. Kann man das Unternehmen natürlich dann trotzdem auf die Daten zugreifen. Beispielsweise im Rahmen des Personalcontrollings, Zeiterfassung und so weiter. Und das Ganze läuft ziemlich gut. Gucken wir uns mal den Aktienfinder an. Man sieht, ich kann hier auch den Zoom abstellen. Und dann sehen wir hier angefangen den Gewinn bei 1987, also vor 30 Jahren. Und man sieht, dass hier die Firma den Gewinn ja, konstant steigert. Es gibt wie überall mal in der freien Wirtschaft bei jedem Unternehmen auch mal schlechtere Jahre, wo es kurz nach unten ging. Das war hier 2,3, 2,4 der Fall. Und dann nochmal hier 2013 zum Beispiel. Aber allgemein ist klar, der Trend, der geht nach oben. Gewinne steigen, operative Cashflows ziehen parallel mit an und die Dividenden, die steigen auch schön vor sich her. Und das Ganze sieht man ja auch auf Unternehmensebene, die Umsätze steigen. Wir haben hier operative Margen, die jetzt in den letzten Jahren noch recht konstant sind, sind mal ein bisschen runtergegangen, sind aber konstant seit 2013 und die Umsätze, die ziehen doch relativ deutlich an. Wenn wir mal hier in die Vollanalyse gehen, dann sehen wir hier, dass Aktienrückkäufe stattfinden. Allgemein sehen wir, dass die Bilanz solide scheint. Wir haben relativ niedrigen Goodwill, also sehr niedrigen Goodwill im Vergleich zur Gesamtsumme. Die Verschuldung mag etwas hoch erscheinen. Machen wir mal die Treasury Stocks weg. Dann haben wir hier eine Schuldenquote von ungefähr 70%. Die wiederum ist aber konstant seit vielen Jahren. Die war auch schon mal höher hier in 2,5. Insofern kein Grund zur Beunruhigung. Wir haben auch immer, wie man das hier sieht, eine positive Tilgungskraft. Das heißt, nachdem die Dividenden ausgeschüttet wurden, blieb immer mehr Geld im Unternehmen, als rausgeflossen ist. Wir haben hier Tilgungskraft momentan von, ja, hier mal knapp 1 Milliarde, momentan 870 Millionen US-Dollar. Was ich hier bei dem Aktienrückkauf gut finde, das ist, dass er erstmalig übertrieben ist. Also sie finden statt. Das haben wir auch gesehen, dass die Aktien dann auch nicht eingezogen werden, sondern als eigene Aktien bilanziert werden. Aber sie sind auch nicht übertrieben, so wie wir das von einigen anderen Unternehmen kennen. Interessant ist, dass wir hier im Rahmen der Finanzkrise starke Aktienrückkäufe hatten.
Also in 2008 gab es relativ viele, dann im Geschäftsjahr 2009 und auch 2007. Das war leicht vor der Finanzkrise. Mag ein Zufall sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil hier wurden dann Aktien nicht zurückgekauft zu Höchstkursen, was beispielsweise Starbucks und Apple gerne machen. Habe ich ja Videos zu gedreht, sondern wirklich dann, als die Aktienkurse tendenziell niedrig waren. Dann kommen wir mal zur Bewertung und gucken uns die an. Das ist etwas weniger schön. Ich bin auch in den Kommentaren gefragt worden. Ja, die Bewertung spielt eine Rolle und da bin ich mal gespannt, welche Aktien du noch rausfindest, die gutes Wachstum haben, weil. Aber es ist, die ganze Problematik wird etwas entschärft, dadurch noch zusätzlich, dass wir jetzt erstmal unsere Sparpläne kümmern. Das heißt, wir kaufen uns sukzessive in das Unternehmen ein. Monat für Monat. Und angenommen, die Aktie, also ADP zum Beispiel jetzt, die scheint ambitioniert bewertet zu sein. Also im historischen Kontext jedenfalls überbewertet. Wir haben hier einen fairen Wert von über 100, ungefähr 100, zwischen 100 und 112 und der Kurs ist bei 168 US-Dollar. Das ist natürlich erstmal so deutlich drüber. Wir sehen aber erstmal noch, das, was ich zuerst gesagt habe, dass wir hier irgendwann den fairen Wert erreichen werden, wenn wir nur lang genug dabei bleiben. Und das ist halt was damit zu tun. Hier habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben, den werde ich auch verlinken, dass wenn das Unternehmen seine Gewinne steigert, dann steigt auch die faire Bewertung und die Kurse, die ziehen dann mittel- und langfristig nach. Das heißt, wenn wir einfach nur lang genug dabei bleiben, dann werden wir trotzdem Rendite einfahren, das zum Ersten und zum Zweiten, wenn wir über Sparpläne das Ganze machen, dann hauen wir ja nicht unser ganzes Geld auf einmal rein in die Aktie, sodass dann, falls die Aktie, falls der Aktienkurs sich plötzlich dem historischen fairen Wert annähern sollte, wir erstmal einen großen Buchverlust haben, den wir aussitzen müssen. Nein, wir kaufen uns das sukzessive ein. Das heißt, angenommen in einem Jahr kommt die Aktie zurück, dann kaufen wir ab da eben günstig und es ist eben dieser Cost-Average-Effekt. Insofern sehe ich das jetzt für Sparplan-Investments nicht so kritisch, wenn die Aktie teurer ist, beziehungsweise hier überbewertet erscheint. Wichtiger, wie gesagt, ist langfristige Gewinnwachstum und das ist ja hier bei ADP gegeben. Das wäre also die erste Aktie, die ich mir ausgesucht habe, in die wir investieren können. Die zweite wäre Microsoft. Microsoft, da muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen, die kennt wohl jeder. Haben übrigens mal eine Sonderdividende ausgeschüttet von 3 Euro, zahlen Dividende seit 2003. Auch hier haben wir hier die steigenden Gewinne. Wir haben mal schwerere Zeiten gesehen. Dazu zeige ich noch was. Das war eben die Balmer-Ära, so muss man das sagen. Und seitdem geht es aber bergauf und seitdem hat auch der Aktienkurs ganz schön zugelegt. Das sieht man hier in dem Reiter auch Dividenden und Kursgewinne. Wir sehen hier auch schwerere Zeiten bei Microsoft, vor allem Anfang des Jahrtausends. Aber wir sehen hier, dass wir seit 9 oder 10 Jahren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 Jahren ungefähr, wirklich immer eine positive Rendite erwirtschaftet haben. Und wir sehen auch hier die steigenden Gewinne, eine leichte Gewinndynamik, also eine aufstrebende, eine nach oben gekrümmte Kurve. Und Dividenden werden bezahlt seit 2004. Wenn wir hier mal in die Vollanalyse reingehen. Da sehen wir hier auch noch im Vergleich zur Verschuldung die Tilgungskraft relativ hoch. Das heißt, die Verschuldung sieht jetzt beispielsweise im Vergleich zu ADP etwas besser aus. Schuldenquote ist etwas niedriger. Die Schuldenquote ist aber, setzt die Schulden im Vergleich zur Bilanzsumme. Wenn wir hier noch die Tilgungskraft uns anzeigen lassen, dann sehen wir, dass die deutlich höher ist, beispielsweise jetzt als bei ADP. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, 170 Milliarden Schulden und 20 Milliarden Tilgungskraft, dann wären die Schulden theoretisch in 8 Jahren zu tilgen von Microsoft, obwohl die Schuldenquote 64% beträgt. Das heißt, mit Schulden gibt es hier keine Probleme. Aktienrückkäufe sind jetzt in den letzten Jahren auch eher schwach gewesen. Was die Bewertung angeht, dann machen wir die Fair Value Dividende weg oder beziehungsweise wir können hier einfach ein bisschen näher ranzoomen und dann wieder dazu machen.
gab hier eine Verzerrung wegen der Sonderdividende. Dann sehen wir hier ähnlich wie bei ADP, dass die Aktie überbewertet ist, sogar noch ein bisschen stärker. Die hat eben extrem zugelegt. Aber wie gesagt, wir steigen ja sukzessive ein und auch hier haben wir die langfristig steigenden Gewinne, die dann zu langfristig steigenden Kursen führen sollten. Insofern für mich ebenfalls kein No-Go, die aktuelle Überbewertung. Was ich noch zeigen wollte, ich habe bezüglich Microsoft mal auf Seeking Alpha einen Artikel geschrieben. Und was ich sehr wichtig finde, das ist das hier zum Verständnis, weil es zeigt auch nochmal die Stärke des Unternehmens. Microsoft hat hier, besteht hier oder reportet über drei Segmente: Productivity and Business Processes. Da steht beispielsweise das Office-Paket drin, Intelligent Cloud, beispielsweise Azure, aber auch Windows Server, SQL Server, für die ja auch Lizenzen fällig werden. Und da trage ich meinen Teil zu bei. Das heißt, der Aktienfinder läuft ja mit Microsoft-Technologie. Habe ich an anderen Stellen schon mal erwähnt. Und ich bezahle über meinen Hoster Monat für Monat Lizenzgebühren an Microsoft dafür, dass da SQL Server draufläuft und dass es operative Betriebssystem Windows Server 2016 ist. Dann noch More Personal Computing, was ist das, Xbox und solche Geschichten. Und das Windows Betriebssystem für den Privatbereich, also nicht Windows Server. Und da sehen wir eben die Umsätze hier in Milliarden. Die sind relativ gleichmäßig verteilt und wir sehen auch, dass alle drei Segmente hochprofitabel sind, am wenigsten profitabel im Privatkundenbereich, aber immer noch hier rund 25% oder knapp 25% operative Marge und bei den anderen zwei Segmenten noch deutlich mehr. Und was man hier auch sieht, was man hier aufgezeichnet hatte, das war eben die Vergangenheitsbewältigung von Microsoft, von Ballmer insbesondere. Und das ist jetzt alles ja, abgearbeitet und dann haben wir auch noch hier buchhalterische Änderungen, die dazu geführt haben, dass die Umsätze nicht zurückgegangen sind, aber weniger schnell gewachsen, als man hätte eigentlich annehmen können. Aber es waren buchhalterische Geschichten, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also Microsoft, ein unheimlich stark ja, strukturiertes oder unheimlich stark aufgestelltes Unternehmen. Das wäre dann die Aktie Nummer 2, die in die Abstimmung kommt. Und die dritte, das wäre jetzt eine deutsche, das ist SAP. SAP, es kennt, denke ich, auch fast jeder oder sogar jeder Zuschauer hier, die digitalisieren die kompletten Unternehmensprozesse, während ADP sich auf die Personalwirtschaft oder Neudeutsch HR beschränkt, macht SAP alles und im Gegensatz zur Automatic Data Processing, die sind quasi für die Auslagerung von HR zuständig. Bei SAP geht es weniger um die Auslagerung, bei SAP geht es eher darum, dass die den Unternehmen ihre Software verkaufen. Die läuft dann auch in der Cloud zunehmend, aber sie verkaufen im Prinzip Software und bilden dann mit der Software die Unternehmensprozesse ab, also weniger Auslagerung. Und da geht es auch um Lagerhaltung, auch um HR, um Controlling, da geht es einfach um alles. Also die decken die komplette Spannbreite ab. Und auch das Geschäft läuft sehr gut, wie man hier sieht, ebenfalls langfristig steigende Gewinne, langfristig steigende Cashflows und die Dividenden, die steigen ebenfalls mit. Wie bei den anderen beiden Kandidaten auch, sind die Dividenden absolut gedeckt. Das heißt, die scheinen erstmal sicher zu sein. Wir haben hier bei der operativen Marge einen leichten Rückwärtsgang. Der ist aber seit vielen Jahren, der ist auch angekündigt worden vom Management. Das hat weniger mit operativen Problemen zu tun als mit Umstrukturierung. Wurde aber jetzt dann, oder es werden jetzt dann wieder steigende Margen in Aussicht gestellt. Die Umsätze, die steigen seit längerem stark an. Und dann gucken wir uns mal hier die faire Bewertung an. Habe ich einmal weggeklickt, aber hingeklickt und da haben wir ebenfalls einen starken Kursgewinn in den letzten Jahren zu verzeichnen, oder im letzten Jahr vor allem, was dazu führt, dass die Aktie auch hier historisch, auf historischer Basis ambitioniert bewertet scheint. Wir haben hier einen Kurs von 119 Euro und die fairen Werte, die weichen leicht ab, je nachdem welchen wir nehmen, sind momentan zwischen ungefähr 70 und 75 Euro. Aber auch hier steigen die relativ stark an, aufgrund prognostizierten Gewinnwachstums und hätten wir dann auch hier in diesem Fall im Geschäftsjahr 2020 den Break-Even, wenn man es so ausdrücken möchte, erreicht. Das heißt, dass dann der faire Wert erreicht wäre.
Kann nur mal wiederholen, sollte der Kurs zurückgehen. Bei den anderen beiden Aktien ist es analog der Fall. Dann werden wir halt im Rahmen des Sparplans später günstiger die Stücke kaufen und so halt eben zu unserem Cost Average kommen. Wir können auch hier mal kurz in die Fondsanalyse gucken. Und was wir hier sehen, oder was mir dann jedenfalls auffällt, das ist, dass wir hier einen sehr starken Goodwill haben. Der ist jetzt bei Softwareunternehmen, die Übernahmen tätigen, also andere Softwareunternehmen aufkaufen, gar nicht so ungewöhnlich. Warum? Wenn jetzt jemand den Aktienfinder aufkaufen würde, dann müsste der auch sehr viel Goodwill wahrscheinlich am Ende in der Bilanz ausweisen. Denn so ein Softwareunternehmen, da sind die bilanziellen Vermögenswerte nicht die Vermögenswerte, die tatsächlich den echten Unternehmenswert abbilden. Das sind dann eher die Kunden, der Ruf, den man bewirtschaftet hat, die Software an sich natürlich. Aber ob die jetzt so eins zu eins bilanziert wäre, also bei mir als GmbH ist es beispielsweise so, dass die Software, also ich glaube, ich erzähle jetzt nichts Falsches, glaube ich, aber ich denke, nee, ich denke nicht, dass die Software so nicht irgendwie angesetzt ist als eigener Vermögenswert, den man irgendwie abgeschätzt hätte, so nach dem Motto, welche Cashflows werden denn damit erreicht. Da gibt es dann halt einen Schreibtisch, einen Laptop, der sowieso schon abgeschrieben ist. Das gleiche trifft auf den Monitor zu. Also was da quasi in der Bilanz steht, das ist mehr oder weniger lächerlich. Und das spiegelt in keinster Weise das wider, was die Aktienfinder GmbH tatsächlich wert ist. Und ähnlich ist es auch bei anderen Softwareunternehmen. Und da SAP eben andere Softwareunternehmen kauft, wird es da eben genauso sein. Natürlich wäre es schöner, die hätten kein Goodwill, aber ich kann es mir erstmal so erklären und nehme es mal zur Kenntnis, dass es diesen Goodwill gibt, ist für mich aber kein K.O.-Kriterium. Was die Aktienrückkäufe angeht, die sind nicht existent. Da passiert entweder gar nichts bei der Anzahl der ausstehenden Aktien oder die steigen ganz, ganz leicht, spielt aber faktisch keine Rolle, wenn es darum geht, ob der Kuchen hier pro Aktie größer oder kleiner wird. So, das wäre dann SAP gewesen. Und damit hätten wir die drei Aktien. Ich möchte mal kurz die Kennzahlen noch durchgehen, dass man die nochmal direkt im Vergleich sieht, diese drei Unternehmen miteinander. Man sieht hier vom Ranking, dass die doch sehr stark beieinander liegen. Da habe ich das Ranking Dividendenwachstum ausgewählt, was standardmäßig zur Verfügung steht. Marktkapitalisierung, klar, Microsoft. Ich weiß gar nicht, ob die momentan Nummer 1 sind von der Marktkapitalisierung, aber die sind bestimmt unter den Top 3, schätze ich mal. Automatic Data Processing, der kleinste, etwa doppelt so groß wie Automatic Data Processing, dann SAP. Die Dividenden, die sind natürlich erstmal etwas niedriger, aber dafür wachsen die eben entsprechend schnell. Also Dividenden reichen zwischen 1,3 und 1,8%, da irgendwo. Scheinen sicher bei allen drei Unternehmen. Die Ausschüttungsquoten, die unterscheiden sich kaum, egal ob man den Gewinn nimmt oder den Free Cashflow. Und dann haben wir hier die Zuwachsraten, also die sind überall zweistellig, bei jedem Unternehmen Jahr für Jahr. Das heißt, wie lange wird es dauern, bis man dann so die Dividende verdoppelt hat? So irgendwas um die 8 Jahre, schätze ich mal. Sehr stabile Dividenden, also wirklich. Klasse Dividendenzahler, meines Erachtens sind es drei hochkarätige Unternehmen. Automatic Data Processing ist der einzige Dividendenaristokrat unter ihnen, wobei ich auf diesen Titel nicht so viel Wert lege, ich persönlich. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir stimmen jetzt ab und in der nächsten Woche gibt es dann das nächste Video. Da würde ich dann das nächste Segment durchgehen, ähnlich so wie ich es jetzt gemacht habe und würde dann auch. Wenn es gewünscht ist, können wir vielleicht Kommentare drunter schreiben, live diesen Sparplan einrichten, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dann danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche spätestens. Tschüss!